Übermorgen tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es soll Menschen aus Nicht-EU-Ländern erleichtern, in Deutschland zu arbeiten. Voraussetzung ist eine Berufsausbildung. Außerdem müssen die Bewerber Deutsch sprechen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Bundesregierung erwartet, dass durch das Gesetz mindestens 25.000 Fachkräfte pro Jahr kommen. Die größten Engpässe gibt es bei Elektrotechnikern, Metallbauern und Softwareentwicklern. Die Handgriffe sitzen und die Zusammenarbeit klappt auch schon gut. Mohamed Said Sharif aus Syrien und Michael Baranek aus Polen bilden ein eingespieltes Team. Sie bekamen von ihrem Arbeitgeber schon vor Jahren eine Chance, weil sie ihren Beruf bereits in ihrer Heimat gelernt hatten. Ich war in Syrien, ich habe Schweißer gemacht. Und jetzt in Deutschland, ich mache wieder meine Berufung, auch Schweißer. Ausbildung, alles habe ich in Polen gemacht. Und hier in Deutschland bei Handelskammer Potsdam habe ich alles anerkennen gelassen. Bei den beiden als Flüchtling und EU-Ausländer war damals schon möglich, was das neue Gesetz jetzt für alle Ausländer leisten soll. Wer eine gute Ausbildung hat, darf in Deutschland arbeiten. Wenn Unternehmen Fachkräfte brauchen und sie hier nicht finden können, dann können sie Menschen auch aus anderen Ländern, aus Europa, aus Vietnam, vom Balkan, aus Lateinamerika einstellen. Und wir wollen erreichen, dass die notwendigen Verfahren so kurz und so effizient wie möglich durchgeführt werden. Deshalb gilt, die Vorrangprüfung, ob es deutsche Bewerber gibt, entfällt. Ausländische Qualifikationen werden leichter anerkannt. Und deutsch sprechende qualifizierte Bewerber dürfen 6 Monate zur Arbeitsplatzsuche einreisen. Allein das Handwerk hat 250.000 offene Stellen. Die Unternehmen hoffen nun auf eine schnelle und vor allem bürokratiearme Umsetzung des neuen Gesetzes.